Die Bedingungen sind gleich mehrfach ungewohnt für den FC Bayern. Bei Temperaturen weit unter 0 Grad war die Vorbereitung schwierig. Dazu drückt der Tod von Vereinsikone Franz Beckenbauer auf die Stimmung und wird auch am Spieltag ein großes Thema sein. Nach gut 3 Wochen endet die Winterpause. Nur ein Testspiel haben die Münchner seit dem Trainingsbeginn absolviert. Ganz ähnlich schaut es bei der TSG Hoffenheim aus. Auch in Baden-Württemberg ist es bitterkalt. Auch die Hoffenheimer haben nur ein Spiel zum Formtest gehabt. Egal, wo die Bayern stehen in der Tabelle oder wo wir stehen, ist immer sehr schwierig. Da muss, wie gesagt, da muss schon vieles zusammenpassen. Aber wir haben es auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass man in München was holen kann. Deswegen brauchen wir uns nicht verstecken. Wir werden einen guten Plan haben. Mit dem 17. Spieltag wird die Bundesliga-Hinrunde abgeschlossen. Die TSG Hoffenheim lauert als Siebter auf die Chance, sich einen internationalen Startplatz zu sichern. Der FC Bayern ist ärgster Verfolger von Tabellenführer Leverkusen. Punkte kann keines der beiden Teams verschenken. Es ist ja auch gut, wenn wir kritisch sind zu uns, wenn wir auch unzufrieden sind, obwohl wir eigentlich von den Punkten her eine gute Hinrunde gespielt haben, aber wir sehen halt auch, dass mehr möglich gewesen wäre. Nach dem Heimspiel geht es für den FC Bayern ins Kurztrainingslager. Für den 19. Januar ist die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer geplant. Das Bayern-Idol wird den Club noch sehr lange begleiten.